Hallo Leute, der Sorero hier. Ein kleines Zwischendurch-Video, was ich heute mal zeigen möchte. Eine Ankündigung im doppelten Sinne. Und zwar spiele ich ja gerade No Man's Sky. Und wer so die Folgen verfolgt hat, der wird merken, dass, sagen wir mal, No Man's Sky sich zumindest von der Hauptmission, dass ich da wahrscheinlich fast durch bin. Genau genommen weiß ich sogar, dass ich fast durch bin, weil nicht nur fast durch, sondern durch bin. Ich habe noch ein paar Folgen aufgenommen, die habe ich noch nicht gezeigt, die kommen aber noch. Und ja, da weiß ich, dass ich quasi das Spiel einmal durch habe und dann den Neustart in einem neuen Universum schon, in einer neuen Galaxie, nicht nur Universum, mache. Und da einmal durch bin und das am Ende zieht sich das auch so ein bisschen gefühlt und naja, ganz ehrlich, so richtig neu sind die Planeten, die man jetzt sieht, fast immer auch nicht. Also es gibt ganz selten mal, dass ich einen Planeten entdecke, wo ich denke, wow, wirklich cool, wirklich neu. Und deswegen ist es jetzt auch so, dass ich gerade überlege, mal was anderes zu machen, mal was Neues zu machen und ein anderes Spiel zu spielen. Ich habe vor einer Weile überlegt, ob ich Assassin's Creed Odyssey danach anfange oder spielen kann. Also ich will es spielen, aber ist mir ehrlich gesagt gerade ein Ticken zu teuer. Also 60 Euro für das normale Spiel, boah, finde ich schon ganz schön heftig. Und ich habe noch nicht kein Angebot gefunden, wo ich denke, jetzt kriegt man es hier für 45 oder sowas. Uff, ja. Deswegen, also bitte nicht wundern, No Man's Sky läuft noch ein paar Folgen, die kommen noch, die habe ich allerdings schon alle aufgenommen, habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das Video mache, hier, habe ich die alle schon gespielt. Deswegen bitte nicht wundern und ja, bin beim Überlegen, was mache ich denn vielleicht als nächstes, was könnte ich noch, spiele ich mal wieder ein bisschen Crossout mehr oder spiele ich mal viel. Vielleicht wieder City Skylines oder Ark, bin ich über ein Ark, ein DLC gestolpert. Das hatte ich schon mal, das war im Sommer, ist die Ankündigung dazu rausbekommen und ich habe mich ja das jetzt nochmal angeguckt und das hört sich sehr interessant an, also ein Ark DLC und wir schauen uns jetzt einfach erstmal das Video an, den Vorschau-Trailer, der ist auf Englisch, allerdings ist da sowieso nicht viel Sprache bei, deswegen ist das kein Problem. Und danach sage ich noch mal ein paar Sachen dazu. Also erstmal jetzt das Video und dann geht's gleich weiter. So, jetzt haben wir uns den Trailer angeschaut. Ich finde ihn ziemlich spannend. Es gibt noch so ein paar Hintergrundinformationen, die verfügbar sind, nämlich das Ganze spielt auf der Erde tatsächlich. Also es ist nicht irgendwo eine Arche, sondern es soll auf der Erde spielen. Allerdings ist die Erde nicht mehr so, so wie wir sie kennen, sozusagen, sondern die ist von Element befallen und dieses Element hat einen Einfluss auf Tiere, hat einen Einfluss auf Pflanzen und auf die Umgebung. Das sieht man in dem Video sehr schön, dass da ganz schön viel zerstört ist. Dieses Element führt auch dazu, dass Tiere sich anders verhalten, wenn sie in die Nähe kommen. Und
Ja, allgemein, es gibt halt Dinosaurier wieder auf der Erde und es gibt auch irgendwelche roboterartigen Wesen. Da eins davon sieht man ja auch im Video sehr schön. Es sieht super interessant aus. Und dann gibt es noch dieses Riesenvieh, was da fast am Ende kommt. Das ist ein sogenannter Titan. Das ist so eine Art Boss. Ist nicht ganz genau klar, was das für ein Boss ist und wie man den bekämpft. Also, was ich gelesen habe, ist, dass er wohl nicht einfach so auf der Map unterwegs ist, sondern der nur an bestimmten Punkten quasi wie die anderen Bosse beschworen werden muss oder da ist. Das weiß ich nicht genau, das wird man alles sehen. Aber es hört sich erstmal super interessant an, finde ich. Also mein Eindruck. Und ja, da habe ich echt Bock drauf. Und der 6. November, an dem Tag kommt das DLC raus und das sind noch 1,5 Wochen von dem Tag heute, also wo ich das Video aufnehme. Und jetzt habe ich halt überlegt, unter dem Hintergrund, was mache ich jetzt als nächstes? Naja, wenn ich jetzt Assassin's Creed Odyssey anfange, dann brauche ich dafür 2 Monate. Dann bin ich den Rest des Jahres damit beschäftigt. Oder ich warte jetzt diese 1,5 Wochen, die kriege ich auch noch irgendwie rum und mache dann was mit Ark mal wieder. Hätte ich echt tatsächlich Bock drauf, mal wieder in Ark irgendwas zu machen. Und da kommt so ein Extinction Core. Nee, Extinction, nicht Extinction Core, das war eine Mod. Das kommt irgendwie, finde ich, ja, fast wie gerufen und würde mir da gut reinpassen. Also manche Kommentare waren, das ist so ein Arc Aberration, aber eine Oberfläche. Und ja, ich bin da echt gespannt drauf. Und ich denke, dass ich das machen werde. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr das für eine gute Idee haltet oder sagt, ah, ich hätte mich so auf Assassin's Creed Odyssey gefreut. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, es kommen jetzt noch ein paar Folgen No Man's Sky. Ich werde auch in No Man's Sky noch die Polos-Mission, da müsste es noch 2 Wochen geben, die will ich auch noch machen, sobald die dann rauskommen. Vorher geht's ja nicht. Und möchte auch unbedingt gerne eigentlich noch Exocraft haben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es dann mal immer noch irgendwie so ein bisschen No Man's Sky dazwischen gibt. Oder ich zwischen, also bis Ark Extinction rauskommt, noch ein, zwei, drei, vier Folgen No Man's Sky, dann noch mehr mache. Mal gucken. Wie gesagt, also No Man's Sky läuft noch bis ein paar Folgen und dann bin ich eigentlich so mit der Hauptmission durch. Bin aber noch nicht so richtig, dass ich denke, ich habe mit No Man's Sky komplett abgeschlossen. Es reizt mich jetzt aber auch nicht mehr so, wie es am Anfang war. Ist auch relativ logisch. Also ich glaube, die letzte Folge ist dann die 90. Folge, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und 90 Folgen No Man's Sky ist schon eine Hausnummer. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass man teilweise zwischen den Folgen dann noch ein, zwei Stunden spielt, um irgendwas zu farmen, um irgendwas zu machen, um hier und da und dorthin zu reisen, dann ist das schon eine Hausnummer. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich habe. Es müssten so an die 100 Stunden in No Man's Sky sein oder so. Ich weiß es nicht genau. War zumindest aus dem Kopf nicht, man könnte nachgucken, aber okay. Und da kann man dann auch mal wieder was anderes machen, denke ich. Also das macht schon Sinn. Deswegen, ja, dieses Ark Extinction, ich bin sehr gespannt auch auf die Möglichkeiten. Man kann so eine Drohne steuern und kann die sozusagen zum Erkunden schon mal vorausschicken. Und ja, was dann noch so kommt, das werden wir dann sehen. Also ich werde mir das, denke ich, am 6. November holen oder am 7. November, je nachdem, wie ich dann genau an dem Tag Zeit habe. Ich hoffe, dass ich dann Zeit habe und dass dann ein Download nicht zu lange dauert und so weiter. Dann kommt ja erstmal Download-Update und fragt mich nicht und alles Mögliche. Ich weiß auch nicht, zu welcher Uhrzeit das rauskommt. Ja, also 6. November in Amerika ist ja doch was anderes als 6. November in Deutschland. Aber da gucken wir dann einfach mal. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich bin gerade sehr gespannt. Denke gerade, Mann, die Zeit könnte ein bisschen schneller vergehen, aber so ist es halt. Und dann sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder reinschaut, wenn ihr reinschaltet, mit dabei seid bei Ark Extinction. Vielleicht wollt ihr es ja auch selber spielen, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Und dann sagt einfach mal Bescheid. Bis dann.